Hallo zusammen und guten Morgen wünsche ich euch. Wir sind wieder hier auf der Hopfach im Nostalgieprojekt unterwegs und ja, ich habe hier das Feld 37 schon mal fertig angesät und jetzt machen wir hier weiter. Aber hier haben wir ja gesagt, lassen wir das Cosplay machen. Wir haben hier den Feldrand neu gemacht. Wir sagen rundherum, ja, machen wir mal zwei Vorgewände. Wir lassen es mal auf weich diesmal. Ist vielleicht besser. Es sieht auch ganz gut aus. Ja, ich hatte aber gesagt, wir wollen zwei Vorgewände machen. Müssen wir nochmal neu machen. Zwei Vorgewände. Er macht ihn zurück auf ein. Gut, dann kann er wohl hier nur ein Vorgewende machen. Gut, macht auch nichts. Das wäre dann Seenfeld 36 mit 6 Metern. Dann mach einfach mal und ich hoffe, dass du das hinbekommst. Ja, lass mal immer arbeiten. So, hier. Ach ja, genau. Den hatte ich hier hingestellt, weil der da gestört hatte. Da bringen wir mal die Paletten nach hinten. Dann können wir auch gleich mal die Salatproduktion wieder anschmeißen. Fangen wir mal hier an, machen wir die Spanngurte ab. So, wieso ist hier nichts mehr? Ach, voll. Gut. Fallen wir dann raus, aber wir füllen mal. Ja, wir lassen gleich mal fallen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier reinbekommen. Auf jeden Fall kann der MB-Truck, wenn wir ihn leer haben, gleich wieder zum Shop hochfahren. Weil ich denke, wir werden noch einiges an Pflänzchen hier brauchen. Und vielleicht können wir auch irgendwann mal dann demnächst anfangen mit Rotkohl. Schmeiße die erstmal hier runter. Jetzt haben wir hier 9400. Ja, gut. Das reicht erst einmal, aber wie gesagt, wir schicken den trotzdem gleich wieder hoch. Nachschub holen. Ja, komm. Ja, komm. Dann machst du nämlich zum Shop hoch. Ach, da werden gerade Hackschnitzel abgeladen. Auch schön. Wir machen hier die zweite Plantage einmal mit den Paletten voll. Die scheint komplett leer gewesen zu sein. Ja, da müssen wir gut befüllen. Gucken wir gleich mal, wie es bei den Hasen drin aussieht. Ob wir da irgendwo was nachfüllen müssen. Das ist ja auch wichtig. Die bringt zwar nicht viel, die Produktion, aber naja, besser als nichts. Ups.
So, zwei Stück noch. Das mal so. So, wie sieht denn hier aus? Kopfsalat, 8000 Setzlinge. Ja, dann können wir hier die Kiste einmal kurz schon mal beiseite stellen. Ah, die packen wir wieder hier hin. So, Hasenstall. Oh, da ist aus. Das ist nicht gut. Was fehlt denn? Wasser fehlt. Wasser fehlt. Ah, dann brauchen wir nur einen Traktor. Haben wir irgendwo was? Nein, lass uns das mit dem machen. Da können wir dann auch gleich mal Raps umfüllen für die Biodieselproduktion. Den wir sagen Hofeinfahrt, dann können wir gucken, wo denn der 661er schon wieder ist, ob der wieder Zeit hat. Ja, gut, der ist schon wieder fast da. Dann übernehmen wir den mal hier, damit wir da wieder Hackschnitzel aufladen können. So, und da oben macht der MB-Trag rum. Können wir gleich mal gucken, ob der das auch so macht, wie er es machen soll. Wir können ja mal kurz auf die Karte einfach gucken. Ah, er hat zumindest schon mal was angesät. Das ist doch gut. Ja, dann mach du doch einfach mal weiter. Und wir warten kurz, bis wir hier voll gemacht worden sind. Dann kann der nämlich wieder zum Hof zurückeiern. Aber bis der voll ist, wird dann auch der Radlader am Hof sein. Dass wir dann einmal die Kaninchen voll machen können. Da können wir gleich mal gucken. Wo ist er denn? Na gut, der braucht noch. Und der macht hier oben. Ja. Sieht gut aus. So, wie sieht es denn aber eigentlich hier bei der Fischzucht aus? Oh, 42.000 nur noch. Da müssen wir mal nachfüllen. Und jetzt gucken wir mal, kriegen wir hier was raus. 4.000 Liter Forelle und bei der Fischzucht auch. Lass uns mal hier zumindest die eine machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja extra hier für den Transport diesen Autoload-Anhänger gekauft. Jetzt gucken wir mal, ob wir das auch wirklich aufladen können. Jetzt machen wir hier ein klein bisschen uns durchjonglieren. Lass uns mal gucken. Paletten sind ausgewählt. Wir machen mal Autoload an. Ja, schon haben wir sie drauf. Perfekt. Dann können wir Autoload ausmachen. Das sind ja jetzt Forellen. Das sind Fisch. Die müssten, ja, wenn mich nicht alles täuscht, hier hinten rein. Das heißt, wenn wir die jetzt auf dem Hänger entladen,
mit der Tüte. Jo, perfekt. Perfekt, das hat funktioniert. So, wir haben aber gesehen, der ist da. So, als erstes Wasser. Wasser für die Kaninchen. Das haben wir jetzt doof gemacht, dass wir den komplett da drin stehen haben. Na gut, dann können wir keinen Raps machen. Ja. Ist dann halt so. Pech gehabt. Ja, das Wichtige sind ja eh hier die. Die Kaninchen. So, da leuchtet schon wieder das Logo hier. Ja, Wasser ist voll. Gut, ja. Ja, guck mal, du bist auch voll. Dann, ja, ab die Post. Gut, der nimmt seinen Dienst wieder auf. Ja, hier haben wir jetzt wieder Fisch rein gemacht. Das heißt, da läuft es erstmal weiter. 2000 Kaviar und halten wir die mal an. Hier haben wir Fischmehl. Das holen wir einmal hier raus. Das geht dann auch hier mit rein. Und mehr Fischmehl produzieren wir nicht. Jetzt geht alles, was wir hier an Fisch haben, in die Kaviarproduktion. Fertig. 3500. So, perfekt. Dann müssen wir mal rüber gucken hier zu der Räuchergeschichte. Ist der Monitor auch aus? Das ist nicht gut. Räucherfisch 8000. Oh, ja. Aber hier fehlen Forellen. Wo? Ach, hier. Die stellen wir einfach mal hier drüben hin. Ja, das ist der erste Räucherfisch. Aber da warten wir auch, bis wir 8 Paletten haben, damit wir die dann auf den Flachbettanhänger draufpacken können zum Verkaufen. Aber wir brauchen definitiv Forellen hier. Forellen. Ja. Eine Palette. Das machen wir wieder mit der Kiste hier und jo, der 900er ist wieder beim Shop oben. Der ist ja fleißig. So, wir machen das mal kurz so. Lass mich doch mal durch da. So, Forellen. Yeah.
einfach hier ran. Ich hoffe mal, dass sich das dann auch direkt vom Anhänger runter snackt. Ja. Gut, Maschine aus. Dann er hier. Paletten Salat. Kaufen wir mal, ich weiß nicht wie viele, auf jeden Fall mal ein paar mehr. So, das müsste reichen. Du kriegst schon mal dein Zielort wieder angetackert. Paletten und Gas geben. Ab nach Hause. So, und ja, du kommst voran hier. Gucken wir mal, wann wir hier den ersten Kaviar fertig haben. Wir können ja mal gucken, was würde denn Kaviar im Verkauf bringen und der Räucherfisch. Das können wir ja mal noch rausfinden. So viele Symbole. Ferkel. Ja, 5800. Ja, das hört sich doch lecker an. Und wie sieht das hier? Räucherfisch auch 2-3. Ja. Ja, das lässt sich doch sehen. So, komm, und die letzten Meter, Minuten hier. Ups, fahren wir mal selbst mit der Kiste. Vielleicht kriegen wir noch mal einmal voll hier mit Schnitzeln. Ja, da werden wir die nächste Runde wirklich sehr viele Sojabohnen hier ernten können. Aber wir haben halt alles andere im Moment da, dann müssen wir jetzt nicht großartig gucken, sondern einfach das wirklich machen, was Geld bringt. So sieht das aus. Und wenn wir jetzt wirklich warten, bis wir 8 Kartons oder 8 Paletten Kaviar haben, wenn die 5, sagen wir mal 5000 pro 1000 Liter, dann wären das ja 20.000 pro Palette, dann wären das 160.000 ein Anhänger mit Kaviar. Boah. Das wäre na klar megamäßig. Ja, aber da werden wir, denke ich mal, noch eine Weile warten müssen, bis wir soweit sind. Aber ihr müsst auf jeden Fall jetzt erstmal warten bis morgen. Ja. Heute sind wir durch, morgen geht's weiter mit einer weiteren Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.